Es gibt einige Dinge, die wünscht man wirklich niemandem. Einige Dinge und Situationen sind für Menschen echte Albträume. So etwas kann zum Beispiel eine Entführung sein. Unter einer Entführung leidet nicht nur die entführte Person, sondern auch die ganzen Angehörigen. Eine solche gruselige und heftige Entführung musste auch die kleine Marina ertragen. Mehr dazu gleich. Die kleine Marina war gerade dabei, Bohnen zu ernten, als sie plötzlich einen seltsamen Truck sah. Das Fahrzeug bewegte sich langsam auf sie zu und blieb dann neben ihr stehen. Dann stiegen drei Männer aus und packten die kleine Marina. Sie schleppten sie in das Fahrzeug und verschlossen die Türe. Der Truck raste davon und fuhr immer tiefer in den Dschungel. Was bei uns wirklich selten vorkommt, ist in Kolumbien fast an der Tagesordnung. Aufgrund der hohen Armut ist Kolumbien wirklich gefährlich. Die Kriminalitätsrate ist dort besonders hoch. Als der Truck anhält, befindet sich Marina mitten im kolumbianischen Dschungel. Dann binden sie die Entführer einfach an einen Baum und fahren wieder davon. Doch die kleine Marina ist nicht allein. Nach einigen Stunden wird sie von Affen regelrecht umkreist. Sie springen um sie rum und scheinen total freundlich zu sein. Da die Fesseln nicht richtig befestigt waren, schaffen es die Affen, das kleine Mädchen loszureißen. Aus heutiger Sicht sagt Marina, dass sie damals einfach das tat, was die Affen von ihr wollten. Sie war damals so verängstigt, dass sie einfach mitmachte und sich von der Herde führen ließ. Heute sagt sie, dass vor allem ein Affe dafür verantwortlich ist, dass sie heute noch lebt. Ein ausgewachsener weiblicher Affe, den sie damals Grandpa nannte, sammelte ständig Früchte für sie. Durch diesen Affen lernte sie, was man wie essen konnte und wie man sich unter Affen zu verhalten hat. Erst einige Jahre später wurde das kleine Kind von Jägern im Dschungel entdeckt. Heute sagt Marina, dass sie sich eigentlich im Dschungel total wohlfühlte und dass die Jäger sie zwangen mitzukommen. Sie wurde sozusagen ein drittes Mal entführt. Doch ihre Geschichte ist noch nicht am Ende. Da es in Kolumbien keine richtigen Waisenhäuser gibt, wurde Marina einer Familie übergeben, die sie nicht besonders gut behandelte. Das Kind wurde einfach sich selbst überlassen. Doch Marina war ziemlich stark und ziemlich intelligent. Durch das Spielen mit anderen Straßenkindern erlernte sie schnell die Sprache. Da sie sehr feinfühlig und überaus nett zu den anderen Kindern war, war sie sehr beliebt. Heute sagt sie, dass sie viel von den Affen lernen konnte. Ihre leibliche Familie sah sie leider nie wieder und ihre Adoptiveltern waren nie wirklich liebevoll. Doch durch ihre vielen Freundschaften mit den anderen Straßenkindern konnte sie viel Liebe zurückbekommen. Sie sagt, dass sie diesen freundschaftlichen Zusammenhalt von den Affen gelernt hat. Noch heute hat sie eine enge Bindung zu ihren Freunden und sie sagt, dass ihr Freundeskreis wie eine Familie ist. Eine wirklich interessante Geschichte, die wieder mal zeigt, was Zusammenhalt alles bewirken kann. So, Freunde, das war's schon wieder. Was ist dein Lieblingstier? Schreib es in die Kommentare. Glaubst du auch, dass Tiere liebevoller sein können als Menschen? Und was hältst du von dieser Geschichte? Ansonsten Daumen nach oben, abonnieren und die Glocke aktivieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.